Hallo zusammen. Ja, der April steht bei uns endlich mal wieder im Zeichen von Kreuzfahrten mit unserer Lieblingsreederei. Und da wollte ich heute mal so ein bisschen erzählen, was passiert jetzt in den nächsten Wochen, auf welche Schiffe gehen wir? Denn ja, es sind sogar zwei Schiffe. Und zwar binnen 2 Wochen werden wir auf dem zweitgrößten Kreuzfahrtschiff und auf dem größten Kreuzfahrtschiff der Welt unterwegs sein. Wie es dazu kam, denn das eine ist nicht privat, das erzähle ich euch natürlich auch. Aber jetzt erstmal so ein bisschen, was war eigentlich geplant? Denn eigentlich war eine ganz andere Reise geplant und wieso, weshalb, warum und wie sieht es im Moment auch ja, Corona-Maßnahmen technisch dort aus und so weiter und so fort. Das spreche ich jetzt mal oder darüber spreche ich jetzt mal in diesem Video. Ja, fangen wir doch erstmal mit unserer privaten Reise an. Die geht hoffentlich, so der Corona-Test will, den wir ja noch brauchen, dazu gleich nochmal was, am 22. los. Das heißt, da fliegen wir nach Miami und gehen dann dort am 23.04. auf die Symphony of the Seas von Royal Caribbean. Das ist ein Schiff der Oasis-Class und ist das zweitgrößte Kreuzfahrtschiff der Welt aktuell. So. Geplant war das eigentlich ganz anders. Wir haben letztes Jahr noch eine Transatlantik-Tour von Fort Lauderdale nach quasi Rom gebucht, also ne, von den USA wieder zurück nach Europa mit der Odyssey of the Seas. Das ist das Schiff, was auch hier in Papenburg gebaut wurde. Ganz toll mit allen möglichen Sachen, die man machen kann. So ein großes Trampolin, wo man auch noch Virtual Reality-Brillen und so zu tragen kann. Autoscooter an Bord und, und. Also was ganz Cooles, was wirklich toll gewesen wäre für die ganzen Seetage, die man auf so einer Transatlantik hat. So, die haben wir damals gebucht, weil wir wussten, es geht auch umzubuchen. Royal Caribbean ist da sehr flexibel, wie auch viele andere im Moment noch immer, auch jetzt noch. So, und da haben wir gesagt, okay, wir buchen das mal, weil die eine Transatlantik ist auch immer schon ein Traum von uns noch gewesen, den wir uns noch nicht erfüllt haben. Und das passte so gut, Preis war in Ordnung, Schiff toll. Da haben wir gesagt, schlagen wir zu, im Zweifel stornieren wir es dann oder die stornieren es, je nachdem, wie sich die Corona-Situation auch entwickelt. Man wusste es ja damals auch nicht. Oder wir buchen was um, wie auch immer. So, jetzt war es eben so, in den USA ist vieles lockerer geworden, was die Kreuzfahrten betrifft. Das heißt, für Abfahrten aus den USA braucht man an Bord auch keine Maske mehr tragen. Bei Royal Caribbean und auch bei einigen anderen, vorwiegend amerikanischen Reedereien, braucht man das also an Bord nicht mehr. Das heißt, da ist es so wie jetzt hier in den Läden. Wer sie aufsetzen möchte, weil er sich damit sicherer fühlt, setzt sie auf. Wer nicht, der nicht. Wir haben uns schon die ersten Vlogs auf YouTube dazu angeschaut und waren begeistert, wie die Stimmung da ist, wie normal das da alles ist. Und ja, also von daher haben wir dann gesagt, das sagt uns doch eher zu. Denn innerhalb Europas haben die meisten immer noch die Maskenpflicht an Bord. Und was noch eben für uns so ein Hindernis war, war einfach, dass wir gesagt haben, naja, wenn wir mit dem Schiff aus den USA kommen und hier die ersten Häfen dann in Europa anlaufen, dann kann es durchaus sein, dass die deshalb dann nochmal verlangen, dass man dann auf dem Schiff nochmal testen muss, dass man sonst gar nicht in den Hafen einlaufen darf. Oder es gibt wieder nur geführte Landgänge und so weiter und so fort. Da haben wir gesagt, nee, das ist uns einfach zu viel Regelwerk, sage ich jetzt mal, für so eine tolle Reise, die man sich jetzt schon länger mal erträumt hätte oder so. Das wäre für mich nicht entspannend, an den Seetagen auf dem Weg von Fort Lauderdale quasi hierher immer zu überlegen, boah, wollen die jetzt noch einen Test? Beziehungsweise, wenn man es dann schon weiß, zu denken, was ist denn jetzt, wenn, ne, auf dem Schiff und, und. Da haben wir gesagt, okay. Das möchten wir nicht, dann gucken wir mal nach einer Alternative zu dem Zeitpunkt und dann haben wir uns halt für die Symphony of the Seas entschieden. Mit der wären wir eigentlich Ende 2020 schon gefahren, das war gebucht, da ist es dann ja ausgefallen, beziehungsweise wir hätten auch gar nicht einreisen können, damals noch nicht, da gab es ja noch den Travel Ban in die USA. So, und da war ich damals schon sehr, sehr traurig, denn damals war es ja auch das größte Kreuzfahrtschiff der Welt. Und damals, als es die Oasis war, waren wir da schon drauf. Also ich lieb ja so die großen Schiffe und sowieso besonders Royal Caribbean. Ja, und von daher war das schon schade und dann haben wir gesagt, ja Mensch, dann holen wir jetzt die Symphonie nach. So, und ja, wie gesagt, wir fliegen dann am 22. nach Miami. Am 23. geht es dann auf das Schiff. Werden wir auch wieder zum Beispiel Cozumel mit anlaufen. Wo ich auch wieder sehr gespannt drauf bin, ist halt die Privatinsel von Royal Caribbean Coco Cay. Da waren wir 2018.
Und mittlerweile haben die halt vieles verändert. Einiges, was mir persönlich jetzt zumindest so von den Bildern und Videos, die ich gesehen habe, nicht so zusagt, weil das also halt wie so ein Rutschenpark und alles damit hingebaut wurde. Und ich gesagt habe, eigentlich nimmt das so ein bisschen das schöne Flair von dieser eigentlich tollen Insel dort auf den Bahamas. Ja, aber wir sind trotzdem gespannt, weil der Rest so mit Strand und sowas hat uns dort super damals gefallen. Und ja, sowas halt, da freuen wir uns wirklich drauf. Und wenn wir dann wieder in Miami anlegen, haben wir noch 2 Nächte in Miami dann, wo wir so noch ein bisschen was machen werden. Was wissen wir noch nicht so genau. So, und dann geht es also zurück. Dann landen wir am 3. Mai wieder in Düsseldorf. Und dann geht es für uns direkt ins Auto und ab nach Frankfurt. Ja, denn von Frankfurt geht es am nächsten Tag irgendwas um 7 Uhr und ein paar Zerquetschte mit dem Flieger nach Barcelona. Dann ist es aber keine private Reise und auch leider nur 2 Nächte. Aber dann geht es eben dort in Barcelona auf das größte Kreuzfahrtschiff der Welt, das ganz neue Schiff von Royal Caribbean, und zwar auf die Wonder of the Seas. So, das Glück hatten wir eben, weil wir uns im Rahmen unserer Tätigkeit als mobile Reisevermittler, wir haben ja 2019 mobiles Reisebüro mitgegründet, haben damals die Schulung und so weiter alles gemacht. Und dann kam Corona und wir haben gesagt, nee, das schmeißen wir jetzt nicht hin, sondern wir kämpfen uns da durch. Und das haben wir jetzt auch geschafft, weiter in den Jahren seitdem, bauen da weiter dran auf. So, und jetzt war es eben so, dass sich Leute aus der Reisebranche qualifizieren konnten und dann von Royal Caribbean quasi auf das Schiff eingeladen werden, noch bevor es dann hier in Europa mit Passagieren dann quasi die Kreuzfahrten antritt. Also es fährt jetzt schon, aber es ist dann die Europapremiere hier, die dann kurz darauf folgt. So, und da sind dann halt Reisevermittler, Leute aus den Reisebüros und so weiter, so Reisebranche-Mitarbeiter quasi. Aus allen Bereichen, aus verschiedenen europäischen Ländern dort, die sich qualifizieren konnten. Und wir sind halt auch mit dabei und freuen uns da mega drauf, dass wir dann 2 Nächte an Bord sind und dann in der Zeit das Schiff erkunden können. Es wird dann von Barcelona auslaufen und am nächsten Tag in Palma de Mallorca sein und dann wieder zurück nach Barcelona fahren. So. Und das Ganze, wie gesagt, dafür musste man sich qualifizieren. Dafür kostet es dann auch nichts, außer die Anreise. Aber selbst die wird noch zum Teil bezuschusst. Ja, und von daher haben wir uns dann mächtig gefreut, dass das möglich ist, auch wenn das jetzt ein bisschen Stress bedeutet natürlich, denn es ist nichts mit nach Hause kommen und vielleicht noch frische Sachen wieder einpacken oder schnell noch zwischendurch was waschen. Nee, das müssen wir jetzt vorher alles schon so ein bisschen planen. Da müssen wir gucken, dass wir was im Auto lassen und das möglichst da irgendwie so verstauen, dass es nicht komplett zerknüttelt und vielleicht muffig ist, wenn wir dann auf der Wanda ankommen. Ja, aber da werden wir schon eine Lösung finden, weil das ist wirklich das kleinere Problem. Corona-Tests, ja, wie gesagt, für die Einreise in die USA, für die Symphony brauchen wir hier einen Antigen-Test, den wir eh brauchen, um in die USA einzureisen, trotz Impfung. Gleiches gilt für an Bord, aber da reicht eben der Test, den wir dann hier machen, den können wir dazu nutzen. Ja, und dann müssen wir halt noch einen wieder haben, damit wir auf die Wonder dann können. Das wird sehr wahrscheinlich auch ein Antigentest sein. Genau, es steht da noch nicht. Die Europarichtlinien sind halt noch nicht bekannt. Aber selbst wenn es ein PCR-Test ist, wir wissen in Frankfurt das Centogene, da könnte man notfalls dann einen machen. Das Ergebnis ist dann ja auch schnell da dort. Die machen das ja schnell. Müssen wir mal schauen. Also jedenfalls wird das spannend und ich bin auch gerade auf diese zweite Sache, auf diese Business-Sache sehr gespannt, denn wir haben zwar schon 2019 einmal eine Schiffsbesichtigung im Rahmen unserer Tätigkeit als Reisevermittler mitmachen können. Das ist aber natürlich noch wieder was anderes als so eine wirkliche Einführungsveranstaltung. Das sind ja auch so Sachen, wo dann zum Beispiel auch Presseleute oder jetzt größere Blogger und sowas alles an Bord sind, die sich in dem Gebiet quasi oder die auf dem Gebiet tätig sind. So, und das ist schon was Besonderes und da bin ich sehr gespannt, wie sowas so abläuft, beziehungsweise wie das so ist, das Schiff dann so oder in Augenschein zu nehmen. Ja, und da gucken wir einfach mal. Natürlich werde ich darüber dann auch nochmal mit ein paar Bildern berichten, wenn wir wieder da sind. So richtig viel zu der Wonder gibt es natürlich eher dann in Businessform quasi, also wirklich informativ und so weiter, auf unserem Business-Kanal dazu, zu unserer Reisevermittlung. Den verlinke ich euch einfach hier mal, wer also sagt, da möchte ich gerne ein bisschen genaueres über das Schiff wissen und wie das so abläuft. Der kann dann da gucken. Die Symphonie, also unsere private Reise, da werde ich bestimmt wieder ein bisschen vloggen, ein bisschen
zeigen, was wir da so machen. Auch mal so die spaßigen Dinge, die, ja, die man so als Urlauber halt macht, weil da sind wir halt als Urlauber, während wir halt auf der Wanda wirklich auch mit dem Blick eines Reisevermittlers gucken, dass wir da schon gucken, okay, jetzt nicht nur das, was uns Spaß macht, dort auf dem Schiff zu machen und uns anzugucken und so, sondern überhaupt mal zu gucken, auch Kinderbereiche und, weil das ist ja so, das nutzen wir im Privaten natürlich nicht, wenn wir ohne Kinder reisen, aber man guckt dann jetzt halt, weil es natürlich für die Kunden dann teils interessant. So, also das ist mit Sicherheit ein bisschen was anderes und darum sind da die Videos und so weiter auch anders und laufen auch auf einem anderen Kanal, als jetzt das Spaßige von der Reise mit der Symphonie. Ja, so viel erstmal zu dem, was jetzt im April so alles bevorsteht. Und wenn dann die Reisen vorbei sind, dann ist hier das Thema nicht mehr Kreuzfahrten, sondern dann ist das Thema Umbau und alles neu, neue Küche, neues Bad, neue Terrasse. Da werde ich dann natürlich auch entsprechende Videos hier zu machen. Aber jetzt geht es erstmal an die schönen Seiten des Lebens, sprich Reisen. Und bis dahin sage ich dann jetzt erstmal Tschüss, bis zum nächsten Video.